Ja, danke, Jessica. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Mit diesem Hoch bekommen wir heute einen Tag Sommer- und Sonnenglück. Das Ganze sieht doch hervorragend aus, aber hier kommt schon wieder das nächste Tief. Und das hat sich am Rande von diesem riesigen, mächtigen Tief Thekla gebildet. Und dieses Randtief, das wird uns dann sozusagen das Wochenende versauen. Ich sag's einfach mal so deutlich. Heute sieht es erstmal relativ freundlich aus. Es gibt auch ein paar Wolken, die bilden sich, das sind ein paar schöne Wetterwolken, aber das war es dann schon. Häufig scheint die Sonne, also das sieht richtig klasse aus. Allerdings zum Abend, da meldet sich schon dieses kleine Randtief wieder und da wird es dann im Westen und Südwesten etwas regnen. Und dieses Tief arbeitet sich dann in den nächsten Tagen wieder so richtig rein mit dem Regen zu uns, ja, auch wenn die Temperaturen weiterhin sommerlich bleiben. Wir haben heute 30 Grad am Oberrhein, sonst die Temperaturen 25, 26 Grad. Aber ja, auch wenn es weiterhin warm bleibt, dieses Tief macht, wie gesagt, richtig Ärger. Es gibt da so Unwetter, wir sehen es hier, Unwetterzeichen ist drin. Das heißt, die Gewitter, die können auch so wieder richtig heftig werden. Hagel, Platzregen, stürmische Böen. Das, was wir in diesem Sommer schon so häufig erlebt haben, das droht uns dann auch am Sonntag noch. Hier vor allen Dingen dann im Osten die Temperaturen weiterhin sommerlich 21 bis 29 Grad. Am Montag das Ganze dann wechselhaft an der Nordsee stürmisch und Temperaturen 18 bis 24 Grad. Und das ist dann auch der Trend für die nächste Woche. Die Temperaturen gehen peu à peu ein bisschen runter. Das heißt, nichts mehr mit hochsommerlichen Temperaturen, sondern das ist dann doch alles ein bisschen niedriger.